Also hier sieht man so einen typischen Psychotherapieraum im Heilkundezentrum in Johanneskirchen. Hier beginnt eigentlich so das Ganze für mich. Aus der Psychotherapie heraus ist letztlich die Krankheitsbilderdeutung entstanden, eben die Erkenntnis, dass körperliche Symptombilder einen seelischen Inhalt haben und die Weiterentwicklung davon, von Krankheit als Weg sozusagen, führt dann zu Körper als Spiegel der Seele, dass wir eben auch die ganz gesunde Körperlichkeit in ihrem Ausdruck, in ihrer Gestalt und Form deuten können. Also Eigenverantwortung ist immer im Zentrum meiner Arbeit. Das war früher bei der Krankheitsdeutung im Sinne von Krankheit als Symbol so und ist nach wie vor so und ist auch jetzt bei Körperspiegel der Seele ein entscheidendes Thema. Und wenn wir den Körper jetzt insgesamt nehmen, dann zeigt er ja auch Lebensaufgaben, Möglichkeiten, aber auch Problemzonen. Wenn ich diese Problemzonen besser verstehe, dann kann ich die Aufgaben, die dahinter sind, angehen und werde eine andere Ausdrucksform finden. Also das Glück des Menschen ist ja nicht an einem objektiven Maß zu messen. Ja, also man kann bestimmt nicht sagen, dass die attraktivsten Schauspieler oder Models die glücklichsten Menschen sind. Jeder Spiegel, in dem wir uns betrachten, kann uns verraten, wofür unser Körper geschaffen ist. Wenn wir das Spiegelbild deuten, berühren wir tiefere Ebenen unseres Seins und können Aufgaben und Chancen wahr und wichtig nehmen, die in uns liegen und nur darauf warten, ergriffen und verwirklicht zu werden. Und dazu brauche ich keine Fettwagen, dazu brauche ich keine Sportmediziner. Das könnte ich spüren. Ja, das könnte ich natürlich sehen, auch in der Partnerschaft. Ja, ob mir mein Körper Freude macht und der Partnerin, dem Partner dann Freude macht. Das wäre für mein Gefühl ein viel natürlicheres Maß, sinnvolleres Maß, als wenn wir uns von Illustrierten vorschreiben lassen, wie wir auszusehen haben. Dabei wird uns natürlich auch gezeigt, wer wir nicht sind und welche Möglichkeiten wir folglich gar nicht haben. Und welche Ziele wir besser auch nicht anstreben sollten. Erst auf der Grundlage dieser Erkenntnis kann es für uns sinnvoll sein, damit zu beginnen, unseren Körper durch äußere Maßnahmen wie etwa Training zu verändern. Wer klar erkennt, was er niemals erreichen wird, spart sich somit viel Mühe und vermeidet Enttäuschungen. Also werden ja Leute um 10 cm gestreckt heute, es wird Fett abgesaugt, es werden bestimmte Bereiche wieder aufgepolstert und verändert. Das ist der Bereich, der aus meiner Sicht ja nicht besonders zielführend ist, weil die Seele nicht mitkommt in der Regel, weil man dann äußerlich eine Form hat, die eigentlich gar nicht zur eigenen Innenwelt passt. Also wenn ich das, was ist, die Wirklichkeit akzeptiere und annehme, ist es immer die bessere Basis für alle möglichen Dinge. Wenn ich mir jetzt meiner Körperlichkeit bewusst werde und die Möglichkeiten, die Chancen auch, die da drin stecken, wahrnehme und die positivsten Möglichkeiten ausnutze diesbezüglich, dann ist es sicherlich ein Weg Richtung glücklicher werden. Wenn wir dagegen die Möglichkeiten nutzen, die in Figur und Aussehen deutlich werden, lassen sich der eigene Typ und die eigene Art erkennen und weiterentwickeln. Der individuell passende und vorgesehene Lebensweg zeichnet sich klar ab. Hilfen tauchen umso rascher und leichter auf, je mehr wir im Einklang mit uns selbst und unseren Anlagen leben. Um all diese Chancen nutzen zu können, muss man sich um sich selbst kümmern. Unsere Eigenliebe ist gefragt. Der Einklang mit sich selbst ist ein entscheidender Punkt, spielt heute auch wenig Rolle. Diese Gesellschaft hat so eine Tendenz, Menschen da reinzupassen, wo sie braucht und nicht, wo diese Menschen stimmen. Aber wirklich glücklich ist ein Mensch nur an dem Ort, wo er sich wohlfühlt, wo er im richtigen Licht steht.